Hallo zusammen, ich dachte mir, ich mache heute mal wieder ein kleines Spiel für zwischendurch, um das etwas locker zu halten. Und zwar ist mir da jetzt aufgefallen, dass ich glaube, das ist schon über ein Jahr her, von einer Freundin mal aus einer Illumicrate-Box, also von ihrer Box, nicht meiner, Reading Prompt Cards geschenkt bekommen habe. Und das sind quasi, ja, die kann man eigentlich, ist wie so ein Kartenspiel für Leser. Die sehen auch unglaublich schön aus. Also die haben hinten hier so viele bunte Bücher drauf. Und vorne sind dann halt immer so, man soll dann ein Buch nennen, das halt dementsprechend entspricht, was da so draufsteht. Und dann dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach mal so als kleines Zwischendurchspiel. Und ja, zieh dann ab und zu mal ein paar Karten. Nur um die Laune hochzuhalten. Und dann erzähle ich was über das Buch, das mir dazu einfällt. Was ich daraus ziehe und wie auch immer. Die sind ziemlich schwer zu mischen, weil die Beschichtung ist irgendwie super, super weird. Ich ziehe jetzt mal irgendeine ganz blind raus. So, was haben wir hier? A book you bought for the cover. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich kaufe selten Bücher nur des Covers wegen. Viele sprechen mich an aufgrund des Covers und das Letzte, was mir jetzt gerade so einfällt, wo ich dachte, wow, das Cover sieht cool aus, ich guck mal, um was es geht, war tatsächlich The Pariah, also der Paria von Anthony Ryan, weil ich fand das halt unglaublich cool gestaltet, wo einfach dieser Typ da sitzt mit Kapuze runtergezogen und ich habe es angeguckt und war so, ja, das ist ein gutes Buch. Und ja, das hat mich so ein bisschen, ich fand es gut und es war auch ein gutes Buch. Ich mache dazu noch eine Reihenvorstellung. Es waren wirklich ganz, auch bis jetzt, ich bin ja fast mit der Reihe dann durch. Ich lese ja gerade noch The Traitor. Fantastisch, lohnt sich. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, The Pariah von Anthony Ryan ist so ein bisschen Outlaw-Gerät. Geht auf Rachetour und ja, muss so einige Hindernisse überwinden und gerät dann auf einen ganz anderen Lebenspfad, wie er sich von Anfang an eigentlich so vorgestellt hat. Und es nimmt auch ziemlich, ja, andere Wendungen und Ereignisse, die so passieren, als womit man auch als Leser so ein bisschen gerechnet hat, was aber in positiver Art und Weise. Also es ist wirklich sehr cool. Nächste Karte. Ich misch einfach mal durch und ziehe die oberste, weil sonst ist das so ganz komisch. Okay, was haben wir hier? A book featuring your favorite trope. Ich habe nicht wirklich so favorite tropes. Es gibt ein paar tropes, die ich mag. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein Mensch. Ich bin immer so, was zum Teufel meint ihr eigentlich mit Trope? Also Tropes sind halt so typische Sachen wie, ja, weiß ich nicht, eine Chosen One Story, also auserwählten Story, Enemies to Lovers und ja, etc. pp. Man geht auf eine Quest. Was auch immer. Es gibt ja so diverse Tropes. Ob ich da jetzt so richtig krassen Favoriten habe, ich weiß nicht. Bei mir ist es eher so auch, wie soll ich sagen, der Anti-Held. Also der Anti-Hero, der eigentlich nicht wirklich ein Held ist. Und da gibt es eine Menge. Und ich habe jetzt einfach, das war so eine reine Bauchentscheidung. Ich habe ins Regal geguckt und dachte mir, okay, welche Trope hat dieses Buch, diese Reihe? Und dachte mir, ja, okay, eigentlich schon der Anti-Held ist so ein bisschen meine. Also eigentlich der Held, der eher moralisch grau ist und auch mal Entscheidungen trifft, die einfach Mist sind. Oder vielleicht auch nicht so einfach nur das pure Gute, dem puren Guten entsprechen. Und Red Rising von Piers Brown, weil Darrow eben einfach nicht so der typische Held ist. Man verbindet am Anfang mit ihm ziemlich viel so diese Heldenstory. Ja, wir zahlen es den bösen goldenen Heim, wenn wir so auf den Weg gehen. Aber im Prinzip auch, wie er sich entwickelt, dass er zum Teil auch so ein bisschen wird wie die. Ja, ich finde es sehr faszinierend und das ist aber auch natürlich. Und wie gesagt, dadurch diese bisschen mehr Anti-Helden-Story, Trope, finde ich einfach sehr spannend und cool. Ich mag es, wenn Helden ja auch Fehler haben und nicht einfach nur der perfekte strahlende Held sind. Das ist ja langweilig. Wer möchte das denn bitte? Nächste.
A book recommended by everyone I know. Ich gehe mal gerade mit dem aktuellsten und das habe ich nicht hier in der Tat und das ist Once Upon a Broken Heart von Stephanie Gerber, also von derjenigen, die auch Caraval geschrieben hat. Das ist mehr oder weniger die Fortsetzungsreihe und geht um Jax und Evangeline. War es, glaube ich, wenn ich korrekt liege. Ich habe gehört, die soll besser sein als die Caraval-Reihe. Die Caraval-Reihe hatte ich letztes Jahr gelesen, fand den ersten Band in der Tat sehr gut und dann ging es steil bergab. Mochte aber auch Chicks sehr gerne als Charakter. Insofern, auch wenn es YA ist, hatte ich mir überlegt, das irgendwann nochmal, ist es auch in meiner Hörbuch-App vielleicht mal reinzuziehen. Meine Freundin nötigt mich gerade so ein bisschen. Und andere Freunde aus Holland, die haben das auch gecosplayt und ich dachte mir dann immer, okay, und schwärmen gerade auch die ganze Zeit darüber. Denke mir, ja, deswegen ist es auch mittlerweile, wie gesagt, gerade ein Buch, das jeder so ein bisschen vorschlägt, dass ich es lesen soll. Ich gucke mal, wann ich es einbaue, ob ich es einbaue. Ich habe mir auch ehrlich gesagt, das war auch so eine leichte Lektüre, die ich mir für zwischendurch mal überlegt habe. Das schaue ich mir aber mal an. Ja, also das empfiehlt mir gerade jeder und es wird vielleicht passieren, weil ich mochte Checks wirklich sehr gerne in Caraval. Dann haben wir hier. A book set in a country that's not your own. Das ist nicht schwierig, weil nicht wirklich viele Bücher in Deutschland spielen, die ich so lese. Zählt damit auch eine Fantasy-Welt? Das ist die Frage. So ein Buch, das nicht in meinem Land spielt. Ich dachte mir, ich mache es jetzt auch wirklich so, dass ich was nehme, was kein Fantasy ist, aber es ist Fiktion. Und bin dann mal zu den Klassikbüchern gewandert, weil ich die viel zu selten in die Höhe halte hier auf diesem Channel. Daher wird es mal Zeit. Und zwar bin ich einfach gegangen mit Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Das Buch habe ich vor Jahren gelesen. Ist schon ein bisschen her. Ich muss tatsächlich gestehen, ich fand es wirklich gut. Hätte ich damals gar nicht gedacht, weil ich tat mir zum Beispiel mit Sturmhöhe unglaublich schwer. Charles Dickens kam ich auch noch nicht so rein. Aber Stolz und Vorurteil war cool. Also Stolz und Vorurteil hat Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam, sehr witzig, eine typische Love Story. Aber es spielt in der Tat in England. Und wir wollen eigentlich auch an dem Schloss vorbeifahren in unserem Urlaub. Mal gucken, ob das passiert. Der Eintritt ist sehr teuer, das lassen wir wahrscheinlich. Aber ja, deswegen habe ich das jetzt auch rausgeholt. Spielt nicht in unserem Land, also in meinem Land. Nächster Zug. A book by a debut-author, also ein Buch von einem Debütautor. Ich nehme jetzt an, ein Debütroman von einem Autor, den ich gut fand. Also so würde ich das jetzt interpretieren, weil alles andere wüsste ich jetzt gerade nicht, weil ich habe ein paar, die waren Debütromane. Also ich würde es dann jetzt einfach so benutzen. Und ja, aber gerade glaube ich, ein Debütroman, weiß ich nicht, ob ich jetzt einen aktuellen da habe. Deswegen nehme ich jetzt einfach, was Älteres schon habe. Okay, da ich mir bei manchen nicht mehr sicher war, halte ich jetzt was hoch, was ich wahrscheinlich schon öfter mal hochgehalten habe. Ihr werdet es erkennen, ich werde auch nicht mehr dazu viel sagen. Aber es war tatsächlich ein Debütroman, und zwar Malice von Sean Quinn, dem ersten Teil in The Faithful and the Fallen, beziehungsweise Die Getreuen und die Gefallenen. Ja, da steht ja auch, Hell of a Debut. Also, einer der coolsten, wenn auch sehr langsamer Einstieg, aber einer der coolsten Debütromane zu einer absoluten Wahnsinnsserie. Und wie gesagt, bei anderen Autoren war ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob die noch was anderes veröffentlicht haben, aber hier bin ich mir zu 100% sicher und das war ein absoluter Knaller, vor allem die letzten paar hundert Seiten. Wie gesagt, der Einstieg ist ein bisschen langsam, ein bisschen schwergängig, aber es lohnt sich, es wird absolut phänomenal. Da wir das jetzt super schnell abgehandelt haben, dachte ich mir, ich ziehe noch eine Karte. Wie viel haben wir denn überhaupt schon? Wir haben fünf. Okay, vielleicht machen wir mal so sieben rum. Gucken wir mal. Ich hab hier noch ein paar Karten für irgendwann mal später. So, dann. A book with a color in the title. Wie finden wir es? Und mal wieder habe ich das erste genommen, was mich angelacht hat. Ein Buch mit mit der Farbe im Titel. Und zwar Red Country von Joe Abercrombie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich darüber schon so viel geredet habe. Red Country war der, hilf mir,
Der letzte von den einzelnen Romanen, ich war mir nämlich gerade nicht mehr sicher, ob es der mittlere oder der letzte war, aber die Heroes war mehr oder weniger der mittlere. Wir folgen ja wieder Logan so ein bisschen, ja, The Past Never Stays Buried. Und ich fand es sehr witzig, aber es kamen auch alte, bekannte Charaktere wieder vor, wie Nico Mokosta, unser liebster Glücksritter. Ich mag ihn einfach. Es macht unglaublich viel Spaß, diese Reihen zu lesen. Und das ist ja, wie gesagt, eine in sich abgeschlossene Story, aber man sollte The First Law gelesen haben, weil natürlich Charaktere vorkommen, die in der First Law Trilogie vorkamen. Und ja, richtig geiles Buch. Falls ihr die First Law Welt noch nicht gelesen habt, beziehungsweise auch nur die Trilogie, die Einzelbücher lohnen sich wirklich. Man muss die auch nicht hintereinander wegballern, weil, wie gesagt, die in sich eine abgeschlossene Story haben. Und da ist es theoretisch eigentlich auch egal, in welcher Reihenfolge man die liest. Ja, wobei ich trotzdem mit Best Served Cold wahrscheinlich anfangen würde. Ich finde trotzdem von den drei einzelnen, ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, das war trotzdem das Schwächste. Also ich hätte ganz klar, Heroes ist am besten, dann Best Served Cold und dann das da. Aber es ist trotzdem alles im Bereich von 4 Sterne. Also es pure Unterhaltung. Und dann machen wir noch eins, würde ich sagen. So, mal was Gelbes hier. Diese Karte werde ich direkt weggeben. The Illumicrate Book, You Have the Longest. Ich habe literally kein Illumicrate Book, weil, wie gesagt, die Box war von einer Freundin und sie hat mir das Kartenspiel geschenkt. Ja, insofern machen wir das mal weg und ziehen einfach noch eine Karte, weil wir es können. So. Mintgrün. A book with natural elements on the cover. Ja gut, ich begebe mich auf die Suche. So, ich wollte erst eine YA-Reihe nehmen, aber da ich mir dachte, interessiert euch bestimmt nicht so, bin ich nochmal umgeschwenkt und dachte mir, hey, Moment, halt, bei Wheel of Time gibt es doch eine Menge mit Natur im Hintergrund, auch wenn die Cover wirklich so ein bisschen oldschool sind. Und zwar, ich habe jetzt nochmal 2 rausgesucht. Okay, ich muss mich für eins entscheiden. Wir nehmen mein unliebsamstes Wheel of Time Buch. Ja, damit wisst ihr dann Bescheid. Und zwar Crossroads of Twilight, oder wie ich es damals so schön genannt hatte, Crossroads of Boredom. Das war so furchtbar langweilig. Das war das schlimmste Buch. Das war das 10. Das ist, dann ist aber auch der Slog vorbei, also die langsame Passage. Das war wirklich, aber das hat ihm die Krone aufgesetzt. Das war so eine Steigerung von 7 zu 10, so von wegen, boah. Wobei Winter's Heart war ja stellenweise nochmal cool. Aber ja, hier ist Wald drauf. Also insofern völlig legitim. Ich hatte Winter's Heart auch rausgesucht. Hier ist Schnee drauf, ist auch natürlich. Ja, auf den 2 langsamen Büchern. Ganz toll. Also, Wheel of Time, sehr viele natürliche Buchrücken. Okay, eins geht noch, würde ich sagen. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Zeit, aber ich denke, eins geht noch. The Longest Book on Your TBR. Ich finde, das ist eine gute Karte zum Aufhören. Ich muss suchen. Ich habe aber eine Vermutung. Ging schnell. Das Buch habe ich tatsächlich erst geschenkt bekommen. Ich habe es ja in meinem Haul hochgehalten, ihr werdet es ahnen. Es gibt kein Buch, das dicker ist momentan. Ich meine, Empire of the Damned ist relativ fett, aber nicht so fett wie Ace von Stephen King. Ich meine, das hier ist jetzt auch ein Taschenbuch, aber der Brummer hat 1500 Seiten. Er ist nicht ganz so dick wie The Stand. Ich frage mich eigentlich, wie sie The Stand haben sie ja auch in so ein Taschenbuch gepresst, wie man das lesen soll, aber ja, irgendwann, wenn es mich nicht immer nur abschreckt. Ja, das ist das Dickste auf meiner TBR, das wird aber wahrscheinlich auch erst im Oktober passieren, wobei ich gerade so ein bisschen in King-Laune bin durch Terry wieder, also, aber ja, ich wollte es im Oktober lesen, weil spooky. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch wenn's, wenn man das anguckt und sich nur denkt, nee, aber ja. Das ist mein dickstes auf der TPA mit sage und schreibe schön 1500 Seiten. Mein kleiner Backstein. Ja, das war's. Ich habe noch ein paar Karten übrig. Vielleicht mache ich irgendwann dann mal wieder so ein Spielchen. So ähnlich wie bei dem Burn, Reread. Zungenbrecher. Das einfach nur ein bisschen so zwischendurch, dass ihr was zu lachen habt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gefällt es euch ja auch gar nicht. Weiß ich nicht.
Schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann nehmen wir die letzte Frage doch einfach mal für die Allgemeinheit. Was ist denn euer dickstes Buch auf eurer TBR, auf eurem Sub, wie auch immer, schlägt es es? Und ich danke euch vielmals fürs Reinschauen. Liked und subscribed und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tüdelü!